Hallo, herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Wie jedes Jahr immer das Gleiche. Man sollte es nicht glauben. Klar, natürlich im neuen Jahr haben sie alle sich voll vorgenommen. Ich bekomme jeden Tag zig verschiedene Anschriften über alle möglichen Kanäle. Ich will. Training, Personal Training, Ernährungsberatung. Ich habe meine Vorstellung, im Sommer möchte ich eine schöne Form haben, Strandfigur. Möchte tiptop dastehen. Da sage ich, ja, alles gut. Dann geht es mal in die erste kurze Diskussion und dann stellt sich es da wieder raus. Aber ich will doch mein Nutella weiter essen. Und mein Lolli. Und mein Eis. Nun, mein Körper. Ich kann es nicht mehr hören. Erstens mal hat jeder die eigene Verantwortung und kann tun und lassen, was er will. Wenn sich jemand bei mir meldet und er sagt, er möchte eine gute Figur haben, er möchte im Sommer schön sein, er möchte definiert sein, dann ist es eine Vorstellung und ich weiß, wie das aussehen soll. So, und dann mache ich meine Vorgaben und sage, was man dafür machen muss. So, und dann kommt der erwachsene Mensch, der mündige erwachsene Mensch, der Auto fahren darf, Kinder in die Welt setzen, wählen gehen. Und der sagt dann, aber ich denke gar kein Nutella mehr dabei, kein Marmeladbrot und kein Nutella und kein Bounty und kein Eis. Mein Gott! Dann muss ich einfach meine Vorstellung revidieren und muss sagen, nein, es wird nichts mit dem Sixpack. Punkt, Schluss, fertig, Ende, aus, Amen. Oder ich gönne mir, und zwar eigenverantwortlich, Nutella, Schokolade, Eis, Pizza, Cola, Pepsi, für Asim, Jackie, Daniels, ja, und dann lebe ich eben damit, dass ich das Ziel, was ich mir schon immer vorgestellt habe und wünsche, nicht erreiche. Punkt, Schluss. So, das war's einmal, jetzt geht's weiter für alle. Frotte, Schlafanzugträger, für alle Schattenparker, Bausparer. Bei euch habe ich was, ich werde heute Mittag ein schönes Dessert richten, und zwar so, dass ihr auch seht, dass man selbst, wenn man vorhat, eine Topfigur zu bringen, schöne Strandfigur, vielleicht sogar ein Sixpack, es gibt Möglichkeiten, mit ein wenig Fleiß, mit dem Gang in der Küche, sich auch sowas zu richten. Und genau das werde ich für alle Schattenparker, für alle Damen, Strumpfhosenträger, für alle, wo ist mein Lolli, mein Nutella, werde ich heute Mittag ein schönes Dessert zaubern. So. Nicht vergessen, bei den Kommentaren, betroffene Hunde bellen. Bis dahin, heute mal etwas in Rage. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Nutella und dein Schokoladenbrötchen ist nicht meine Aufgabe.